Herzlich willkommen beim Video Wie werde ich OER-Trainerin? In diesem Video erhalten Sie einen Überblick über die Ausbildung zur OER-Trainerin oder zum OER-Trainer. Sie können damit Ihre Kenntnisse über die Ausbildung zur OER-Trainerinnen fördern. Willkommen zum Video Wie werde ich OER-Trainerin? Im folgenden Video werde ich Ihnen die Inhalte und Ziele der Ausbildung zur OER-Trainerin bzw. zum OER-Trainer präsentieren und erläutern, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Sie diese Ausbildung absolvieren können. Das Ziel der Ausbildung ist es, möglichst vielen Expertinnen und Experten im OER-Bereich die Möglichkeit zu bieten, sich ein breites Kompetenzspektrum zur Vermittlung von OER-Kenntnissen zu erarbeiten, diese zu erproben und zu festigen. Nach erfolgreicher Absolvierung sind Sie befähigt, Ihr Wissen über die Erstellung und Nutzung freier Bildungsmaterialien als Trainerin oder Trainer weiterzugeben. Voraussetzung, um die Ausbildung zur OER-Trainerin bzw. zum OER-Trainer absolvieren zu können, ist der positive Abschluss des betreuten MOOCs OER nutzen und erstellen sowie die Veröffentlichung von mindestens 3 Dokumenten als Open Educational Resource. Sollten Sie bereits vor 2022 eine OER-Ausbildung absolviert haben, benötigen Sie eine Teilnahmebestätigung des MOOCs OER nutzen und erstellen sowie ebenfalls 3 veröffentlichte OER-Dokumente. Unseren Kurs finden Sie als kostenloses Fortbildungsangebot unter www.imox.at. Die Ausbildung zur OER-Trainerin bzw. zum OER-Trainer gliedert sich in 4 Phasen mit einem Arbeitsumfang von insgesamt 75 Stunden. Neben der Absolvierung synchroner und asynchroner Lehreinheiten beinhaltet die Ausbildung auch die eigenständige Planung und Abhaltung eines betreuten Online-Kurses an der eigenen Hochschule über www.imox.at. Die Ausbildung startet mit einer asynchronen Einzelarbeit. Im Rahmen einer schriftlichen Reflexion wird bisher erworbenes OER-Wissen wiederholt, Chancen und Herausforderungen im Einsatz von OER reflektiert und offene Fragen festgehalten. Phase 2 bietet mit einer synchronen Workshop-Phase die Möglichkeit, im gemeinsamen Austausch die Entwicklung und Umsetzung des individuellen OER-Unterrichtskonzeptes im eigenen Hochschulkontext zu diskutieren. Im Anschluss geht es für die Teilnehmenden an die Planung eines OER-Unterrichtskonzeptes. Da das Konzept an der eigenen Hochschule umzusetzen ist, müssen neben dem eigenen Lehrstil auch die institutionellen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Dazu zählen beispielsweise neben der Konzeption eines umsetzbaren Schulungszeitplans auch die Akquise potenzieller Schulungsteilnehmerinnen und Teilnehmer. In Phase 3 geht es schließlich um die konkrete Umsetzung des erarbeiteten Unterrichtskonzeptes im Umfang von einem EZTS-Punkt an der eigenen Hochschule. In einer individuellen Supervisionseinheit werden die Teilnehmenden bei der Klärung offener Fragen und im Selbstreflexionsprozess unterstützt. Um eine optimale Weiterentwicklung der individuellen Lehrleistung sicherstellen zu können, wird die Umsetzungsphase mit einer schriftlichen Fremd- und Selbstevaluierung abgeschlossen. Zum Abschluss der Ausbildung zur OER-Trainerin bzw. zum OER-Trainer haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, individuelle Erfahrungen auszutauschen und sich schließlich als OER-Trainerin bzw. OER-Trainer zertifizieren zu lassen. Sie begeistern sich für freie Bildungsressourcen und möchten Ihr Wissen und Ihre Begeisterung an andere weitergeben? Dann ist die Ausbildung zur OER-Trainerin bzw. zum OER-Trainer genau das Richtige für Sie. Ich freue mich auf Ihre Anfrage. Zum Abschluss wiederhole ich für Sie noch einmal die wichtigsten Inhalte dieses Videos. Voraussetzungen, um die Ausbildung zur OER-Trainerin oder zum OER-Trainer absolvieren zu können, sind der positive Abschluss des betreuten MOOCs OER nutzen und erstellen sowie die Veröffentlichung von mindestens 3 Dokumenten als freie Bildungsressourcen. Die Ausbildung ermöglicht Ihnen, sich ein breites Kompetenzspektrum zur Vermittlung von OER-Kenntnissen zu erarbeiten. Ich hoffe, damit konnten Sie Ihre Kenntnisse über die Ausbildung zur OER-Trainerin oder zum OER-Trainer erweitern.
Wir freuen uns, wenn Sie den Kurs bis zum Ende verfolgt haben und wünschen Ihnen gutes Gelingen bei Ihren OER-Vorhaben.